Über 600 Kilometer, die längste Auswärtsfahrt für die Veilchen-Fans in der dritten Liga. Und trotzdem sind viele mitgereist in den Breisgau. Sie sehen die erste Chance für Aue. Ein ordentlicher Strahl von Rosenlöcher. Freiburgs Keeper Uphoff muss sich da gewaltig strecken. Die 34. Minute, Freistoß Stefaniak. Und Majeczak trifft aus dem Gewühl heraus. 1:0 für die Sachsen. Majeczaks erstes Saisontor. Halb Nacken, halb Rücken, egal, Aue führt. Da hat sich doch die weite Anreise schon gelohnt. Die Gäste wollen noch vor der Pause nachlegen. Taski setzt sich im Kopfballduell durch. Allerdings trifft Bär danach den Ball nicht richtig. Trotzdem, die Veilchen führen zur Pause. Aue auch in Durchgang 2 nach Standards gefährlich. Ecke Stefaniak und Sijaric köpft am kurzen Pfosten nur knapp daneben. Mit einer abgeklärten Leistung gewinnt der FC Erzgebirge gegen eine harmlose Freiburger Reserve mit 1:0 und klettert in der Tabelle auf Rang 4.